Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu den Neuerungen in Swift UI. Es freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wie bereits beim letzten Mal angekündigt, möchte ich mich noch ein wenig mit dem neuen Library Content Provider Protokoll befassen und euch eben zeigen, wie man damit arbeiten kann, wie man Fuse und Modifier so der eigenen Export Library hinzufügt und wie das eben grundlegend funktioniert. Dieses Video halte ich recht kurz und möchte euch noch, eine kleine Hilfestellung vorstellen, mit der sich Fuse und Modifier noch leichter in der Library implementieren lassen. Was man weiterhin braucht, daran kommt man einfach nicht vorbei, ist eben ein Typ, der konform zum Library Content Provider Protokoll ist und man muss dann entsprechend entweder die Fuse Property oder die passende Modifier Methode implementieren und die gewünschten Elemente zurückgeben. Es gibt allerdings noch einen Property Wrapper, der den Code ein bisschen, durchaus hübscher und übersichtlicher gestalten kann. Das mag nur wie eine Kleinigkeit anmuten, es ist tatsächlich auch nichts Spektakuläres, aber es ist schon eine schöne und feine Anpassung. Und zwar könnt ihr sowohl diese Fuse Property als auch die Modifier Methode, die wir noch kennenlernen werden, mit dem Schlüsselwort Library Content Builder versehen. Und was ihr so erreicht, ist, dass ihr nicht länger über das jeweilige Element, in diesem Fall über die Fuse-Property, ein Array an Library-Item-Instanzen zurückgeben müsst. Ihr könnt euch also diese Array-Deklaration sparen und könnt stattdessen alle gewünschten Elemente, in diesem Fall die Fuse, untereinander, ähnlich wie innerhalb eines Stacks, einfach aufführen. Bedeutet also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier noch ein weiteres Library-Item für die Content-View umsetzen möchte, dann führe ich das einfach untereinander an, ohne dass ich das jetzt in eckige Klammern für ein Array packen muss und durch ein Komma trennen muss. Ja, das ist so ein bisschen eine kleine syntaktische Verbesserung, die es ein wenig übersichtlicher macht und dann auch so typisch Swift UI ist. Wir behandeln diese Property dann im Endeffekt wie einen Container, wo wir nacheinander die Fuse aufführen, die wir eben darstellen möchten. Nur, dass es in diesem Fall keine Fuse, sondern Library-Items sind, die wir eben der Xcode-Library hinzufügen möchten. Wie gesagt, nichts Spektakuläres, aber so eine kleine Optimierung, die ich an der Stelle zeigen wollte, die ich auch erst im zweiten Schritt vorführen wollte, weil ich zunächst einmal eben zeigen wollte, wie diese Property an sich funktioniert und wie die Library-Items funktionieren, bevor man sich noch dieses neue Schlüsselwort zusätzlich mit anguckt. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber so finde ich es doch ein bisschen verständlicher, dass man sieht, okay, das hier gibt weiterhin ein Array an Library-Item-Instanzen zurück, aber mithilfe dieses Schlüsselworts kann ich mir einfach die Syntax ein bisschen vereinfachen und kann die Library-Item-Instanzen direkt nacheinander aufführen, ohne sie eben in ein Array und durch Komma in ein Array packen zu müssen und durch Komma trennen zu müssen. Wenn wir jetzt gerade mal gucken in die Library, dann sehen wir auch tatsächlich jetzt hier beide Elemente, so wie wir sie hier innerhalb der Fuse-Property definiert haben, weiterhin die Starview, die wir schon im letzten Video als Library-Item umgesetzt haben und jetzt auch noch neu die Content-View und können damit auch wie gehabt arbeiten. Das heißt, das Ganze hier hinzufügen und gut ist es. So, das mache ich jetzt gerade nochmal rückgängig. Genau, das ist also der Hintergrund zum Library Content Builder Schlüsselwort. Das werde ich auch in Zukunft einsetzen, weil es einfach eine sinnvolle Erleichterung ist für diese Thematik und weil Apple das eben auch zusammen mit dem Library Content Provider eingeführt hat. Es macht die Sache einfach ein bisschen übersichtlicher und auch ein wenig mehr Swift UI typisch sozusagen. Gut, Freunde, das war es schon. Ein kleines, kurzes, knackiges Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder Anmerkungen sagt gerne Bescheid. Und ansonsten, wenn wir in den kommenden Videos uns noch weiter ansehen, wie man das Library-Item noch weiter konfigurieren kann und auch mal uns in der Praxis ansehen, wie man eigene Modifier ergänzend zu den Views der Library hinzufügen kann. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!